Guten Tag zusammen. Wir sind hier jetzt live aus dem Ultimo Studio in Nunspeet-Niederlande. Und von unserem Webinar, was Sie noch über Flottenmanagement in Ultimo wissen müssen. Mein Name ist Lovely Banyas und ich bin seit Anfang des Jahres Business Managerin in der BIBA GmbH. Ich freue mich, dass heute Sie sind hier, dass Sie teilnehmen zu können an unserem Webinar. Und am Ende des Webinars bleiben Sie bitte gespannt. Ich habe eine gute Nachricht, die ich mit Ihnen teilen möchte. Und jetzt wir begrüßen unsere Ultimo-Expertin, Chris van Corbett. Dankeschön, Lovely. Auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich willkommen. Mein Name, wie gesagt, Chris van Corven. Ich werde mich ganz kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin seit knapp über 2 Jahren jetzt Consultant bei FIBA in den Niederlanden. Habe irgendwann mal Facility Management studiert, bin dann daraus bei Secon Logistics eigentlich angefangen, in ein Logistikunternehmen in der Nähe von Venlo, in der Nähe von der deutschen Grenze. Warum ist das wichtig? Weil ich damals das erste Mal Ultimo kennengelernt habe und damit gearbeitet habe als End-User. Hat mir dann so gut gefallen, dass ich am Ende gedacht habe, ich muss mal was anderes machen und habe mich dann beworben bei Ultimo in Deutschland. Bin dort angefangen, habe knapp über 4,5 Jahre da gearbeitet und war am Ende sogar noch Managing Consultant und bin dann danach zu FIBA gewechselt. Heutzutage bei FIBA mache ich noch immer ungefähr dasselbe. Ich betreue mit viel Spaß unsere Kunden in den Niederlanden, aber auch in Deutschland noch immer und kann mich jetzt mittlerweile mit so viel Ultimo-Erfahrung auch ein Ultimo-Experte nennen. Dann kurz zu FIBA. FIBA, wir sind eigentlich Experte im Asset Management. Wie kommt das? Weil wir jetzt seit knapp über 2 Jahren eigentlich entstanden sind aus 2 anderen Unternehmen. Diese beiden Unternehmen hatten zusammen schon sehr viel Erfahrung im Bereich Asset Management. Zusammen kommen wir dann auf 30 Jahre Erfahrung im Asset Management Bereich, was uns sehr hilft bei der Implementierung bei Kunden, auch sicherlich im Ultimo-Bereich. Wir arbeiten mit passionierten Profis. Wir sind positiv kritisch, analytisch, ehrlich, transparent und wir haben immer einen gesunden Sinn für Humor. Viel Fachwissen haben wir im Unternehmen, nicht nur im Bereich Ultimo. Wir machen auch IT-Implementierung im Bereich Automotive. Dabei helfen wir auch viel im Prozessmanagement, Arbeitseffizienz, Projektmanagement und Change Management bei unseren Kunden. Dabei sind wir immer zukunftsorientiert. Wir zeichnen uns da eigentlich durchaus, dass wir Menschen und mit ihnen Organisationen in Bewegung bringen und zukunftssicher machen. Wie erkennen Sie das im Ultimo-Projekt? Wir gehen nicht einfach hin und implementieren die Ultimo-Software, sondern wir sind uns auch sehr bewusst von den Mitarbeitern im Unternehmen. Die müssen auch diese Change mit erfahren und auch mitnehmen. Also wir nehmen dann gerne die Mitarbeiter auch in diesem Prozess mit, damit wir Ultimo so gut wie möglich implementieren und alle damit zufrieden sind. Dann habe ich noch ein paar Referenzen für Sie. Sie sehen hier jetzt hauptsächlich unsere holländische Referenzen. Später am Ende habe ich auch noch ein paar schöne deutsche Referenzen für Sie. Also die sehen Sie dann später nochmal. Was Sie hier sehen werden, ist, dass wir viel im Logistikunternehmen unterwegs sind. Wir machen viel mit Fuhrpark, viel mit Fleet Management. Von daher auch eigentlich dieses Webinar, wo wir uns hauptsächlich auf Fleet Management konzentrieren. Die Agenda für heute. Wir fangen gleich erst an mit ein paar Tankvorgangsregistrierungen, wo ich Sie im Live-Demo auch kurz zeigen werde, wie die Tankvorgangsregistrierung in Ultimo funktioniert und wieso das so ein schönes Modul ist. Die OC-Schnittstelle, auch ein Thema für Kunden, die vielleicht nicht so tätig sind im Fleet-Bereich. Und schlussendlich die Integrationsmöglichkeiten von Ultimo und ein paar Tipps und Tricks dabei. Dann diese schöne Button auf der rechten Seite. Wir sind seit 2 Jahren oder sogar schon ein bisschen länger Certified Implementation Partner von Ultimo. Mit viel Spaß implementieren wir jetzt schon seit 2 Jahren Ultimo bei verschiedensten Unternehmen, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Wie versprochen, das erste Thema, Tankvorgangsregistrierung. Ich denke persönlich, und ich erfahre das auch bei Kunden, ein sehr heißes Thema im Moment. Kraftstoff wird immer teurer, also es wird auch immer wichtiger, Kontrolle zu halten auf diesen Kosten und diese im Auge zu behalten. Öfters machen Kunden schon vor viele Jahre eine TCO-Berechnung, eine Total Cost of Ownership. Was kostet mir dieses Fahrzeug im Monat? Und Kraftstoff ist ein wichtiger Bestandteil von dieser Berechnung. Wir möchten jetzt heutzutage natürlich wissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem TCO auf der einen Seite und der RCU oder Real Cost of Use auf der anderen Seite.
Also ganz kurz gesagt, was ist der Unterschied zwischen was hatte ich erwartet an Kosten und was hatte ich jetzt tatsächlich an Kosten bekommen? Daneben möchten Sie gerne natürlich das Verhalten von Ihrem Mitarbeiter im Auge behalten, was Tankungen angeht. Wird nicht zu viel getankt, wird nicht das Falsche getankt. Und das alles ist möglich mit diesem Modul. Wenn Sie dazu erstmal ganz kurz durch die Stammdaten führen in Ultimo, dieses mache ich über die Folien hier, wonach ich in Ultimo wechseln werde und Sie einmal live zeigen werde, wie Sie die Tankvorgangsregistrierung in Ultimo dann auch abwickeln. Die erste Folie, eigentlich fast der wichtigste Bestandteil im Bereich Tankvorgangsregistrierung, die Tankkarte. Wahrscheinlich kennen Sie das, ne? Jeder, der ein Leasingfahrzeug hat, Lkw-Fahrer, wer auch immer, der tanken muss und ein Auto vom Unternehmen hat, hat natürlich eine Tankkarte. In Ultimo ist es dann möglich, den Tankkartencode ganz genau einzugeben, damit ein Matching gemacht werden kann zwischen das Ultimo-System und das System vom Lieferant. In diesem Beispiel haben wir eine Multi-Tankkarte als Lieferant genommen. Das ist so der holländische Variant von DKV beispielsweise. Und was Sie hier sehen, ist, dass man einmal die Tankkarte hat und ganz unten einmal die Ausgaben. Diese Ausgaben bestimmen ganz genau, an welchem Zeitpunkt welches Objekt mit diesem Tankkarte verknüpft war. Hier in diesem Beispiel sehen wir, dass ein Renault Megane verknüpft war. Am 5.7.2022 ist das angefangen. Es ist kein Enddatum eingegeben, was bedeutet, dass diese Ausgabe noch immer aktiv ist. Sie können natürlich gerne noch eine Ausgabe hinzufügen. Damit wird die vorige dann natürlich abgeschlossen und geht ab diesem Zeitpunkt halt die Verknüpfung mit das neue Objekt. Auch ist es noch möglich, zusätzlich den Mitarbeiter zu verknüpfen, aber in diesem Beispiel haben wir das nur mit dem Objekt gemacht. Dann die Artikel. Sie sehen hier die Lieferantmaske, für die meisten wahrscheinlich bekannt in Ultimo. Jetzt ist sie aber ein wenig anders, weil das ist die Maske, wie sie im Tankvorgangsregistrierungsbereich aussieht. Unten sehen Sie eine Tabelle, die Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Es ist nämlich so, dass wir in Ultimo Artikel haben und diese Artikel haben einen bestimmten Code. Diese hat hier beispielsweise die Nummer 1001 und Benzin 1002. Diese Codes sind aber natürlich nicht dieselben Codes, die Shell oder DKV oder vielleicht ein ganz anderes Unternehmen, bei deren im System pflegen. Das könnte jetzt bei Shell ist das beispielsweise eine 1 für diese und bei DKV vielleicht ein D für diese. Und diese Tabelle sorgt dafür, dass dieses Mapping von Ihnen selbst vorgenommen werden kann und Sie dabei keine Hilfe von irgendeinem Berater brauchen. Wenn dann alles vorbereitet ist und Sie importieren die Tankung, dann wird ein Lauf importiert mit verschiedenen Tankvorgängen, die damit verknüpft sind. Sie sehen hier jetzt einen so einen Tankvorgang, wo Sie auf der linken Seite ganz genau die Daten für das Objekt sehen. Die werden hier verknüpft, angezeigt, beispielsweise Standort, wo getankt wurde, Zeitpunkt. Und auf der rechten Seite werden eigentlich die Artikeldaten angezeigt. Die Menge, wie viel hat es mir gekostet und dann rechts unten die Abweichungen. In diesem Beispiel sehen wir hier Kilometerstand niedriger als Vorgängerkilometerstand. Ich komme da gleich in mein Live-Demo noch mal kurz darauf zurück, was das genau bedeutet. Wenn Sie dann ganz fertig sind mit der Verarbeitung, gehen Sie eigentlich in den Lauf und können Sie eigentlich die Daten weiter verarbeiten in Ultimo. Aber auch dies werde ich jetzt kurz im Live-Demo zeigen. So, wir sind jetzt in einer neuen Ultimo-Version, eigentlich die allerneueste Ultimo-Version. Sehen es auch hier links oben, neue Logo. Und wir gehen auf die Tankvorgangsregistrierung und wir gehen auf Tankvorgänge importieren. Wir wollen jetzt auch in diesem Beispiel für Multitankart was importieren. Mit Plus gehen Sie in den richtigen Ordner. Ich habe meine Beispieldatei, wird hier jetzt angezeigt. Drück auf OK. Und im selben Moment, dass Ultimo diese Datei hochlädt, wird sie auch direkt validiert. Es wird geprüft, ob die Daten vollständig sind und es wird auch nochmal überprüft, ob nicht die Tankvorgänge irgendwie ungültig sind. In diesem Beispiel sehen wir direkt, dass ein Tankvorgang ungültig ist. Wenn ich jetzt per OK den Dialog abschließe, komme ich direkt in die Maske Tankvorgänge validieren. Wir haben hier mehrere Masken auf der linken Seite und da wir jetzt eine Abweichung haben, also der Lauf ist ungültig, landen wir jetzt in die Validierungsmaske. Wir müssen nämlich noch was überprüfen. Einmal sehen wir hier die Daten wie Lieferant, Abdatum, Bisdatum und hier vorne sind die Tabellen leer, was eigentlich auch in Ordnung ist, weil das würde normalerweise bedeuten, dass wenn die Tankkarte gar nicht bekannt ist in Ultimo, wird sie hier angezeigt. Wenn kein Objekt verknüpft ist mit der Tankfüllung an dem Tag, dann wird das hier angezeigt. Das bedeutet also, es gibt keine aktive Ausgabe auf der Tankkarte.
und ganz unten ein unbekannter Artikel, also wenn wir das Mapping nicht vernünftig vorgenommen haben oder vergessen sind. Wir können das zu jeder Zeit korrigieren, nochmal auf Validieren drücken und dann wird die Tabelle automatisch wieder geleert, wenn Sie alle Verknüpfungen gemacht haben im Hintergrund. In dieser Registerkarte werden alle Tankvorgänge angezeigt, das sind in diesem Beispiel nur zwei. Und ganz hinten sehen Sie jetzt den Datenzeitstatus. Der oberste ist gültig, der unterste ist ungültig. Welche Abweichungen das genau sind, können Sie im Reiter Abweichung sehen. Da wir wissen, dass beide Bezug haben auf denselben Tankvorgang, können wir einfach auf View drücken in eins von beiden Zeilen. Wenn ich auf View draufgehe, öffnet sich die Tankvorgangsmaske und habe ich jetzt wieder diese Übersicht, die wir gerade in der PowerPoint-Präsentation auch gesehen haben. Und zwar, das Objekt ist hier verknüpft. Wir wissen, wann getankt wurde und auch wo. Jetzt wird auch der Kilometerstand hier mit eingetragen. 1500 in diesem Beispiel, komme ich gleich noch zu. Und die Menge, auch wichtig für diesen Beispiel. Das sehen wir nämlich bei den Abweichungen zurück. Einmal hier wieder Kilometerstand niedriger als Vorgängerkilometerstand. Wir sehen, dass am 1.8.2022 1500 als Kilometer eingegeben wurde, obwohl am 26.07. 1600 eingegeben war. Das ist natürlich irgendwie komisch und Sie können dann auf Ihren Mitarbeiter zugehen und fragen, wissen Sie noch, was da schiefgelaufen ist? Wenn das vor einem Monat ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass der Mitarbeiter das nicht mehr weiß und dass man eigentlich die Entscheidung treffen muss, dass es halt dann ein ungültiger Kilometerstand ist. Sie können dann auf der rechten Seite auf die Abweichung gehen und diese einfach akzeptieren. Damit ist diese jetzt weg. Wir haben aber noch eine Abweichung, nämlich Tankvolumen kleiner als getankte Menge. Wir haben nämlich 65 Liter getankt, obwohl der Tankinhalt nur 52 Liter ist. Sind also irgendwie 13 Liter verloren. Und auch hier kann ich gut auf den Mitarbeiter zugehen und fragen, was da los war. Vielleicht hat er einen Jerrycan gefüllt oder was auch immer, ist irgendwas schiefgelaufen. Und Sie können das ganz genau überprüfen. Dieser Tankinhalt kann man übrigens auf dem Objekt verknüpfen. Wenn Sie das auf dem Objekt verknüpfen, können Sie ganz genau sagen, was der Kraftstoff ist, welche Kraftstoffe erlaubt sind und wie viel Inhalt diese Kraftstofftanks haben. Das werde ich Sie ganz am Ende auch nochmal kurz zeigen. Auch diese Abweichung akzeptiere ich jetzt. Jetzt sehen Sie direkt, dass dieser Lauf auch gültig geworden ist. Ich kann auch nicht mehr validieren. Ich gehe wieder zurück in den Lauf. Und wir sind jetzt eigentlich in einer anderen Maske, nämlich in Tankvorgänge verarbeiten. Das bedeutet, dass der Lauf komplett gültig geworden ist. Und jetzt kann ich Kilometerstände und Verbrauch direkt aufs Objekt verarbeiten, damit sie dort auch einsichtlich sind. Auch kann ich die Rechnung erstellen. Und hier ist eigentlich die Verknüpfung mit diesem Real Cost of Use, wo ich gerne wissen möchte, was ich an Tankungen ausgebe im Monat. Dafür muss ich die Rechnung erstellen, damit die Kosten auch aufs Objekt verbucht werden können. Hier einmal links unten auf Kilometerstand Verbrauch verarbeiten, dreht sich sehr kurz und ist dann verarbeitet und ich erstelle die Rechnung. Und jetzt ist der Lauf auch direkt weg. Der Lauf wechselt sich in die Übersicht Tankvorgängermaske und hier oben ist er. Und Sie sehen jetzt, beide Haken sind gesetzt und der Lauf ist komplett verarbeitet. Die Rechnung müssen wir noch eine kleine Sache machen. Die Rechnung wird nämlich in dem Bereich Rechnung ohne Bestellung erstellt. Aber im Status offen. Ich muss also noch einmal darauf gehen. Es wird übrigens dann pro Niederlassung, wenn Sie mehrere Niederlassungen in einem Lauf haben, eine Rechnung erstellt. Das sehen Sie hier oben. Und einmal hier auf der Verknüpfung. Wir prüfen jetzt die Daten, obwohl Sie sie natürlich schon mal geprüft haben im Tankfüllungsmodul und können dann eigentlich direkt die Rechnung genehmigen. Wie versprochen, gehe ich jetzt nochmal aufs Objekt zurück. Oben der Renault Megane und wie versprochen hier auf Merkmale sehen Sie unten die Kraftstoffe. Sie können bis drei Kraftstoffe eingeben. Im Bereich Diesel wäre es natürlich logisch auch AdBlue mit anzugeben und hier rechts sehen Sie den Tankinhalt, 52 Liter in diesem Beispiel. Dann, wenn Sie auf den Reiter Kosten gehen, sehen Sie, dass die Kosten hier aufgelaufen sind. Das sind die Kosten der Tankung. Es ist übrigens auch möglich, die separate Zeilen anzuzeigen. Ist hier jetzt im Standard nicht erhalten, aber es ist sehr einfach, das hinzuzufügen. Und mit einer Anwendungsschulung können Sie das auch eigentlich selbst machen. Dann die Messungen. Einmal wurde ein Default-Messpunkt erstellt. Das Default-Messpunkt beinhaltet eigentlich immer die Kilometerstände. In diesem Beispiel sehen wir nur eins, weil wir den anderen ja als ungültig markiert haben. Und einmal ein Diesel-Messpunkt, wo ich genau sehen kann, wie viel Diesel an welchem Tag getankt wurde.
Dann wechsle ich jetzt wieder zurück in die Präsentation. Und fasse für ihn noch mal ganz kurz zusammen, was die Ergebnisse eigentlich für Sie sein könnten. Einmal können Sie das Tankverhalten Ihrer Mitarbeiter natürlich viel besser überwachen auf diese Art und Weise und Personen auch echt darauf ansprechen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also wenn beispielsweise zu viel getankt wurde oder wenn diese Kilometerstände immer falsch eingegeben werden. Dann Kostenkontrolle. Sie wissen, welche Kosten auf Kraftstoff zurückfallen und damit können Sie auch Berichterstattung in Ultimo besser gestalten und diese Berichterstattung wieder verwenden für Ihre Kostenkontrolle. Das nächste Thema, die OC-Schnittstelle, ein Thema, was nicht unbedingt nur für Flottenkunden wichtig ist, aber trotzdem ein Thema, was wir sehr gerne Ihnen zeigen wollen. Was ist OC? OC ist eigentlich ein Kürzel, Open Catalog Interface. Ein Marktstandard für ERP- und ERM-Systeme, wo ein ERP-System beispielsweise ein SAP ist oder ein AFAS-System oder ein Exact-System. ERM-System, so wie Ultimo natürlich, verwenden immer gerne solche Interfaces. Und dieser Interface wurde für sämtliche Jahre entwickelt durch SAP und ist mittlerweile bei vielen Lieferanten auch Standard geworden. In unserem Beispiel gleich im Demo werde ich Sie die Verknüpfung zeigen mit Mercateo, ein großer Webshop in Deutschland. Erstmal, bevor ich anfange, das in Demo zu zeigen, möchte ich Ihnen auf der rechten Seite die Tabelle zeigen. In Ultimo wird halt der Webshop geöffnet, also das machen Sie eigentlich per Knopfdruck. Sie wechseln in den Webshop rein und eigentlich haben Sie im Webshop das Gefühl, Sie wären nicht mehr in Ultimo, aber im Hintergrund bleibt die Session offen und Sie können, wie Sie das gewöhnt sind, den Webshop Warenkorb eigentlich füllen. Dieser Warenkorb wird dann Ende angezeigt natürlich im Webshop und Sie haben nicht den Knopf bestellen, wie Sie wahrscheinlich gewöhnt sind, sondern den Knopf an Ultimo oder den Knopf übertragen, abhängig von den Möglichkeiten vom Lieferant. Dieser Warenkorb wird wieder an Ultimo zurückübertragen und daraus können Sie eine Bestellanforderung oder BAMF und eine Bestellung erstellen, abhängig wie Sie das vorher eingerichtet haben oder wie Sie das mit dem Berater besprochen haben. Ganz unten gibt es noch ein kleines Extra. Das ist eigentlich nicht so wirklich Teil des Interfaces, aber trotzdem schön, wenn Sie es so organisieren könnten. Die meisten Lieferanten haben jetzt auch die Möglichkeit, die Bestellung dann nochmal digital wieder zurück an den Lieferanten zu senden, damit Sie nicht die Bestellung nochmal händisch oder irgendwie per E-Mail an den Lieferanten senden müssen. Und damit haben Sie dann natürlich den ganzen Beschaffungskreis, was diesen Lieferant angeht, rund. Wie versprochen, einmal in die Demo rein. Wechseln kurz auf eine andere Umgebung und wir sehen hier auf der linken Seite einen Bereich Einkauf. In diesem Bereich Einkauf haben wir bei diesen Kunden einmal den Mercateo und einmal den VWR Webshop. Es ist mittlerweile auch möglich, diesen Knopf auf den Auftrag direkt zu machen, damit, wenn Sie die Bestellung aus dem Auftrag heraus machen, dass der Auftrag im Hintergrund auch mit dieser Bestellung verknüpft wird. Ich öffne kurz den Mercateo Webshop. Ich werde jetzt in eine neue Registerkarte geleitet. Hier einfach mal alles. Und habe jetzt die Möglichkeit, im Mercateo Webshop beispielsweise Bürobedarf zu bestellen. Hier auf Kopierpapier. Nehme einfach der oberste hier. Warenkorb. Sieht sich das ein wenig. Warenkorb aufzurufen. Mittlerweile können wir extra machen. Noch ein Monitor. Was jetzt passiert, ist, dass er im Hintergrund den Warenkorb aktualisiert im Webshop und es dann an den Warenkorb hinzufügen sollte. Super, da ist er. Den jetzt, dieses Bildchen wurde in den Warenkorb gelegt. Dann kann ich den Warenkorb jetzt auch aufrufen im Mercateo Webshop, um dann schlussendlich auch den Warenkorb wieder ans Ultimo-System zu übertragen, damit es in diesem Beispiel dann als Bestellanforderung übertragen werden kann, auch erstellt werden kann.
braucht ein bisschen heute. Ja, da sind wir. Wie versprochen, es gibt jetzt den Knopf an Ultimo anstatt den Knopf übertragen oder bestellen. Auf den Knopf an Ultimo. Jetzt werden wir zurück ins Ultimo-System geleitet. Er dreht sich ein wenig und wie ich gerade schon sagte, werden jetzt zwei Bestellanforderungen erzeugt auf Ultimo-Seite. Kurzer Hinweis, dieser Kunde hat ein paar besondere Bedürfnisse im Bereich Bestellanforderungen und hat uns damals gefragt, bestimmte extra Felder hinzuzufügen. Wir werden also nicht die komplett Standardmaske in Ultimo sehen von der BAMF, sondern ein paar extra Felder. Es geht sich aber jetzt hauptsächlich darum, wie die Felder übertragen werden. Hier kurz in die Auswahlliste und hier sehen Sie jetzt beide Artikel, die übertragen wurden. Öffne einmal Kopierpapier und hier sehen Sie jetzt, der Lieferant wird schön verknüpft, die Kurzbeschreibung wird übernommen, einmal den Langtext, wird auch das Bestellnummer vom Lieferant übertragen, Nettopreis natürlich und Bestellmenge und auch die Lieferzeit. Jetzt können Sie hiermit weiter in die Bearbeitung gehen. Sie können die BAMF genehmigen, daraus eine Bestellung erstellen und danach auch die Bestellung automatisiert noch an Mercateo senden. Was haben Sie für Vorteile davon? Sie haben ein großes Zeitersparnis, weil Sie gehen jetzt nicht mehr auf den Webshop von Mercateo, müssen da alles bestellen und es wird dann halt nicht automatisch an Ultimo übertragen. Wenn Sie das auf diese Art und Weise machen würden, dann müssten Sie natürlich wieder ins Ultimo-System zurückwechseln, da alles händisch überticken, damit es wieder gleich ineinander ist. Das passiert jetzt alles automatisiert. Sie haben auch immer den neuesten Artikelstand. Also wenn ein bestimmter Artikel halt nicht mehr vorrätig ist, dann sehen Sie auch im Mercateo-Webshop, dass er nicht da ist. Können das direkt dann auch korrigieren. Weniger Raum für Fehler natürlich, weil wenn man irgendwelche Daten übernehmen muss per Hand, dann kann es natürlich passieren, dass man einen Tickfehler macht, dass die Bestellnummer nicht richtig übertragen wird und dann möchte man das natürlich nicht haben. Dann der mittlere, komplettes Einkaufsprozess in Ultimo. Was ich damit meine, ist, dass Sie nicht nur den Beschaffungsprozess mit dem Lieferant komplett integriert haben, aber dass Sie beispielsweise auch nochmal die Bestellung ans ERP-System senden. Und danach den Wareneingang ans ERP-System. Wenn Sie sowas machen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, ganz einfach auf ERP-Seite, wenn die Rechnung kommt, ein Matching zu machen zwischen Rechnung und die Bestellung, die aus Ultimo entstanden ist, womit dann auch die Rechnung wieder ans Ultimo zurückübertragen werden kann. Das ist natürlich nicht Teil des OC-Interfaces, bin ich mir bewusst, aber ist eine schöne Brücke eigentlich ins nächste Thema, nämlich die Integrationsmöglichkeiten von Ultimo. Ich werde Sie ganz kurz mitnehmen in dem Bereich Software. Welche Software verknüpfen wir mit? Welche Erfahrungen haben wir in dem Bereich? Welche Kunden haben wir schon mal geholfen? Und dann als letztes Thema, welche Tipps und Tricks habe ich für Sie? Erstmal ein paar Namen, große Namen würde ich sagen. Hier von diesen fünf sind eigentlich vier Stück, sind ERP-Systeme, also SAP, AFOS, Microsoft Dynamics NAV und Exact. Und wir haben natürlich auch noch Webfleet. Und Webfleet ist kein ERP-System, aber trotzdem ein System, was ich kurz an Ihnen vorstellen möchte. Sicherlich mit Thema von heute in Gedanken, weil es ein Management-Unterstützung ist. Erstmal die ERP-Systeme. Ich hatte schon kurz erwähnt, den Beschaffungsprozess, was man natürlich integrieren kann. Aber auch Stammdaten. Stammdaten werden immer wichtiger. Auch in Ultimo habe ich Kostenstellen, auch in Ultimo habe ich Lieferanten. Aber beispielsweise auch Kunden und Konten. Diese Stammdaten werden öfters im ERP-System gepflegt und Ultimo ist eigentlich nicht das führende System. Was man dann also haben möchte, ist, dass sie auf beide Seiten die Systeme gleich sind und dass man eigentlich sogar in Ultimo vielleicht gar keine Kostenstellen mehr anlegen kann, weil die in SAP angelegt werden oder in Exact. Dann werden öfters Schnittstellen gebaut zwischen diese Systeme, damit man die Stammdaten übertragen kann. Und daraus dann die Bestellung in Ultimo erstellen kann, mit den richtigen Stammdaten verknüpft. Diese Bestellung wird dann ans ERP-System übertragen, der Wareneingang auch. Und am Ende wird sogar die Rechnung in den meisten Fällen auch nochmal an Ultimo zurück übermittelt, damit man in Ultimo die Kosten komplett im Blick hat. Ich hatte schon kurz erwähnt, Webfleet,
Webfleet ist ein System, was man in LKWs viel findet, aber auch viel bei der Feuerwehr beispielsweise. Man braucht ein Token, um das Fahrzeug zu starten. Eigentlich wird ab dann registriert, wenn man von Punkt A zu Punkt B fährt. Interessiert mehr oder weniger Ultimo natürlich nicht, welche Fahrerei sie machen, wohin, wo sie eigentlich fahren, aber Kilometerstände sind für Ultimo sehr wichtig. Sicherlich im Bereich Flottenmanagement. Erzähle ich gleich noch wieso. Was wir in diesem Beispiel öfters machen, ist, dass wir letzten Trip, wie sich das dann nennt, also dieses Punkt A zu Punkt B nehmen und dieses verarbeiten in Ultimo. Also wir holen diesen Trip ab und nehmen eigentlich das Endpunkt und holen uns da den Kilometerstand ab, verarbeiten diesen in Ultimo. Das ist wichtig für Wartung auf Messwerte. Wir haben ja sicherlich im Bereich Flottenmanagement immer die Möglichkeit, entweder jedes Jahr oder jedes Halbjahr oder jede 20 Kilometer, 20.000 Kilometer meine ich natürlich. Und dann, wenn Sie die Messwerte automatisch eingespielt bekommen, dann hilft das natürlich viel und müssen Sie auch nicht händische Arbeit leisten. Die Kunden, die wir mittlerweile unterstützt haben im Integrationsbereich, einmal Edeka Minden Hannover. Bei Edeka haben wir unterstützt im Bereich SAP auch, SAP-Stammdaten zu importieren. Es ist eine Atos-Schnittstelle realisiert, Mitarbeiterdaten und es werden sehr viele Tankdaten auch eingelesen. Ein Beispiel ist die Shell.de-Schnittstelle, die ist damals entwickelt eigentlich für Edeka und jetzt auch verfügbar für alle anderen Kunden im Standard von Ultimo. Bei DAXA sind sie momentan noch voll dran. Wir unterstützen Ultimo da und sind dabei, das SAP-Beschaffungsprozess und dann vor allem im Bereich LKWs auch zu digitalisieren und zu integrieren mit SAP. Bauer Versand hat mal eine ganz andere Schnittstelle, nämlich mit dem Leitstandssystem WinCC. Bei Bauer werden natürlich ganz viele Pakete versendet. Das wird über dieses Leitstandssystem abgewickelt. Die Störungen kommen aber auch ins System rein, werden an Ultimo übermittelt, haben aber damals die Wahl getroffen, diese nicht direkt in Aufträge umzuwandeln, weil das zu viele tausende Aufträge am Tag führen würde. Wollen wir natürlich nicht. Diese werden also in einer Art Zwischentabelle dargestellt und die Mitarbeiter der Bauer Versand können selbst die Wahl treffen, ob sie diese Meldung in einen tatsächlichen Auftrag umwandeln. Wenn der Auftrag dann abgewickelt ist, können sie auch die Störung in WinCC kodieren. Als letztes Frei und Sie, ein Schweizer Kunde, wo wir geholfen haben, Projekt und wo wir noch immer unterstützen. Frei und Sie hat eine Vision-Schnittstelle und verarbeitet eigentlich im Ultimo die Kundenaufträge. Diese Aufträge werden abgerechnet und dann per Schnittstelle wird diese Rechnung wieder an NAV übertragen, damit die Rechnung auch an den Kunden gehen kann. Meine letzte Folie, zumindest im Webinar, Tipps und Tricks. Sehr wichtig aus meiner Sicht, fast die wichtigste Folie. Vergessen Sie bitte nicht, wenn Sie integrieren wollen oder das erste Mal integrieren werden, wenn Sie eine interne Software haben, ob das jetzt SAP ist oder was auch immer, vergessen Sie bitte nicht, den externen Zugriff zu gewährleisten. Am besten schon vor dem Projekt. Ich habe öfters gesehen, dass es Monate dauern kann, solche Möglichkeiten eigentlich zu gestalten. Und dann kann es zu einer Verzögerung kommen. Und das möchte natürlich eigentlich keiner im Projekt. Mit diesem externen Zugriff ist gemeint, Ultimo ist in der Cloud meistens bei den meisten Kunden. Und die Software ist noch intern installiert. Dann muss man natürlich in der Firewall eine Exception erstellen. Vergessen Sie nicht, die Ressourcen beidseitig zu reservieren. Also vergessen Sie nicht, auf Ultimo-Seite jemanden zu reservieren, aber sicherlich auch nicht auf der anderen Seite. Öfters wird gedacht, dass das Wissen im Unternehmen vorhanden ist. Das ist manchmal auch so, aber sicherlich Schnittstellen sind ab und zu noch mal ein bisschen spezieller, braucht man andere Experten für und dann ist es wichtig, dass sie auch am Tisch sind. Und das Letzte ist, die Möglichkeiten natürlich vorher untersuchen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Und wenn schon, welche Möglichkeiten sind das dann? Und passen die zusammen mit, was Ultimo in diesem Moment anbietet? Obwohl ich sagen muss, dass wir das am wenigsten haben, weil Ultimo eigentlich so ungefähr alles in diesem Bereich bearbeiten kann. Gut, ich möchte Sie ganz herzlich danken. Wir gehen dann in die nächste Folie. Kommen zurück. Nochmal. Wir beantworten Fragen von unseren Teilnehmern. Und jetzt warten wir ab, wo die Fragen, das kommt. Danke, Chris.
Okay. Da ist Fragen von der Volksbank. Können wir Führerscheine kontrollieren? Ja. Ja, das ist eine Frage, die haben wir tatsächlich schon öfters gehabt bei Ultimo-Implementierungen. Hm. Es ist kein Standardmodul in der Art in Ultimo. Es ist aber irgendwas, was wir ganz einfach gestalten können und auch ganz einfach realisieren können für Kunden. Es ist auch möglich, in Ultimo ganz normal Dokumente als Stammdaten zu hinterlegen. Die kann man sogar auch ein Verfalldatum geben oder ein Enddatum. Also auf diese Art und Weise kann man dann natürlich auch einfach die Führerscheinverwaltung machen. Sehr gut, sehr schön. Und die zweite Frage von Samir von der Circorp. Wie werden Schäden und Verträge verwaltet? Die Schäden und die Verträge sind Standardbestandteil vom Bodenmanagement-Modul in Ultimo. Also Sie haben da alle Möglichkeiten für, um die Schäden und Verträge jetzt schon in Ultimo zu hinterlegen, ohne dass wir dafür eigentlich großartig was machen müssen. Mhm. Wir müssen es wahrscheinlich nur einmal schulen, zeigen und dann können Sie direkt damit loslegen. Super, hört sich gut an. Okay, und die dritte Frage kommt von Artem Gede von der Eagles GmbH. Was müssen wir bei Integration bedachten? Nee. Ja. Ja. Ja, logische Frage, beachten, was man beachten müsste. Ja. Man muss auf jeden Fall beachten, dass man vorher ganz genau weiß, welche Prozesse möchte ich eigentlich integrieren. Also SAP als Gesamtes zu sagen, ich möchte eine SAP-Schnittstelle, das reicht nicht. Also man müsste natürlich wissen, welche Stammdaten will ich übertragen, welche Prozesse will ich digitalisieren, will ich nur Bestellungen und Wareneingänge übertragen von Ultimo an SAP oder will ich beispielsweise auch wieder die Rechnung zurücksenden. Mhm. Wenn man das vorher gut im Blick hat und genau weiß, welche Key-User damit bezogen sind, dann ist man schon ein ganz weites Stück und spart das am Anfang im Projekt sehr viel Zeit. Sehr schön. Gut, noch Fragen? Warten wir ab. So. Keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, Chris? Ja, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du noch eine Überraschung für uns hast. Also ich bin mal sehr gespannt, was das dann ist. Also ja, richtig. Sehr gut, dass du das an mich erinnern. Ja, diese gute Nachricht hat mit QuickScan zu tun. Und dieser QuickScan bieten wir an Kundinnen, wo wir einen genauen Blick auf die Assets und Vermögensverwaltung oder Fuhrparkmanagement, zum Beispiel Lagerverwaltung oder wie man die Maschinen warten und reparieren. Ne? Unsere Experten dann führen eine Interviewrunde mit den Fahrern zum Beispiel, mit der Fachabteilung, mit der Finanzabteilung, mit dem Management. Bei Bedarf auch mit Ihrem Servicepartner. Und dann kriegen Sie eine Präsentation am Ende, wie Sie die aktuelle Stand sehen können und wie Sie dann schnell wie möglich verbessern können und wie Sie die Geschäftsprozesse optimieren können. Und die gute Nachricht mit dieser QuickScan, wenn Sie das bei uns buchen können, Sie können profitieren im Rahmen der Digitalisierung möglicherweise ab 50.000 Euro von dem Bund. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne uns telefonisch oder per E-Mail erreichen. Und? Vielen Dank und Dankeschön auch. Dankeschön, schönen Tag.